Mein Name ist Henning Strapkowski. Ich bin in der Teils- und Formbau GmbH als Teil der Bogicev-Gruppe hier in der Position der Sicherheitsfachkraft und des Instandhaltungsleiters angestellt. Als Werkzeugbauer mit 70 Jahren Erfahrung bauen wir seit dieser Zeit Spritzgießwerkzeuge für die Automobil- und Getränkeindustrie. Im Prinzip sind die Teile, die wir bauen bzw. die aus unseren Werkzeugen hergestellt werden, finden sich in namhaften deutschen Automobilen wieder, im Getränkemarkt, aber auch im Fachhandel als Transportkisten, Lagerboxen und Ähnlichem. Nach Prüfung der Angebote und auch der Technik hat es uns eigentlich überzeugt, dass wir einen Dienstleister nehmen, einen Hersteller, wo wir alles aus einer Hand erhalten. Das heißt, wir arbeiten nicht mit dem Händler, sondern wir arbeiten mit dem Hersteller und dem Händler und auch noch einem Unternehmen, das in Europa selbst produziert. Das war für uns schon ausschlaggebend, unter anderem. Letztendlich mussten wir natürlich auch Preis-Leistung vergleichen und da hat Firma Luxon durch den Preis und die Leistung einfach gestochen. Wir haben permanent und überall gutes Licht, besseres Licht. Wir haben Bereiche in unserer Halle, in der wir alles abgedunkelt haben. Dort wird relativ wenig geregelt, aber selbst dort, wo ungeregeltes Licht ist, sprich keine DADI-Steuerung, haben wir eine massive Einsparung von etwa 45%. In den Bereichen, wo viel Tageslicht noch hinzukommt, kann ich halt auch genau nachgucken, wie die Leistungsaufnahme der Beleuchtung sehr weit runtergeht. Ultima LED hat eine Hauptanforderung bekommen. Das ist der Punkt, der auch Ultima LED letztendlich vom Wettbewerb abgesetzt hat. Es sind hohe Temperaturen im Sommer. Die Halle ist alt. Die Halle ist nicht besonders stark isoliert. Es wird Wärme produziert. Wir knacken oberhalb der Bearbeitungshöhe der Mitarbeiter unter der Decke die 60 Grad. Ultima LED hat uns garantiert, dass die Beleuchtung auch oberhalb von 60 Grad stabil ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, bei dem der Wettbewerb nicht mithalten konnte. Das DADI-Steuerungssystem verwenden wir primär in der Automatik. Wir haben zwei Bereiche, in denen eine DALI-Steuerung zum Tragen kommt und das eine ist auch ein sehr großer Bereich und da kann ich innerhalb der DALI-Steuerung halt auch sehen, beziehungsweise innerhalb des UCI kann ich sehen, wie die DALI-Steuerung regelt und die Regelwerte sind schon enorm. Ja, also bei schönem Wetter, wenn die Sonne scheint, dann kommt so viel Licht von außen in die Halle rein, dass die Regelung sehr weit runterfährt. Das war die technische Umsetzung. Das ging wirklich problemlos, kann ich wirklich nur noch mal Lob an die Elektriker aussprechen. Also es gab keine Probleme innerhalb der Fertigung. Wir haben keinen Fertigungsausfall gehabt, keine Fertigungsunterbrechung, es gab keine Schäden. Kommunikation hat auf Englisch stattgefunden, was auch funktioniert hat. Und wir haben alles innerhalb der Nachtschicht umgesetzt. Also, da wir gute Erfahrungen mit der Firma Luxon gemacht haben, kann ich das auch nur weiterempfehlen. Also es hat gut funktioniert. Ich habe keine Probleme im Ablauf gesehen. Bis dato ist alles gut. Was in 10 Jahren ist, wird die Zeit zeigen. Aber die Erfahrungen, die wir jetzt im letzten halben Jahr gesammelt haben, ist alles gut gelaufen. Und ja, für Firmen mit demselben Einsatz wie unseren kann ich sagen, alles gut.